Jäger, natürlich. Wer weiß, was im zweiten Durchgang ist. Vielleicht dreht der Wind. So, der nächste, Daiki Ito. Der war vorhin mit sich auch nicht zufrieden in der Quali. Und gut, der ist immer ein bisschen langsamer. Und jetzt auch ein bisschen kürzer. Mhm. Also die 203 und die 203,5 von Marinus Kraus und Manuel Poppinger. Die waren bärenstark. Da sind wir als Beobachter in der Quali verwöhnt worden und haben gedacht, das geht so weiter. Ja gut, denken ist Glückssache. Aber so richtig hatten wir den Wind natürlich auch nicht eingeplant, dass der auf einmal keine Lust mehr hat. Naja, wir hatten auch nicht eingeplant, dass man für Stadtgate 7 loslegt. Auf der anderen Seite.